Workshop Watch. Here in the museum, we build aeroplanes, restore cars and motorbikes, file, weld, hammer and tap, wonder, weld and plane some more. And they say that where you break an egg, chips fall. And that's what you're going to see here. And off he goes again! Hello, it's just me again. Episode 23, or part number 11 on how to build an aircraft by hand. Building a reproduction of the Fokker V40 as the Engels E7. There's a lot to see again in the next installment of our workshop watch. We plaster the wingtips, cutting off parts, sweating like a pig in the summer heat, nailing wildly around the area, bent nails again, finish putting up the nose paneling, watch Matze build the petrol tank, let sparks fly when building the steering handles, have a look at what the youngsters are up to, wander and swear in the corners, bring the wing down, bring the wing up, mount it on the fuselage, get a visit from the building inspector, and we get the okay to carry on building. Have lots of fun in the next coming up hour of Workshop Watch. And like every time, we get right back into it. I wanted to have the wingtips attached to the spars in the last installment of the workshop show already, but it didn't happen and was delayed a little. I didn't film the assembly itself on the wing, but that doesn't really matter. They are only attached via dovetails, screwed and glued. No witchcraft. But it was only the blanks. They still have to be shaped. And you can see how this is done here. I do this with a rasp and sometimes it also works with a plane. It's a slow process and you work up a sweat, especially on very hot days like today. Everything that protrudes is cut off by hand using a saw. And the new roof tiles are phenomenal. Well, at least the heat stays underneath. Die Kontur des Randbogens im Querschnitt wird dort festgelegt, wo die Holme sitzen, weil da habe ich das höchste Maß. Den Zwischenraum, den haue ich dann anschließend weg. Also hauen, naja, mit der Raspel. Klar geht es auch elektrisch, aber wie gesagt, ich gehe ja nicht ins Fitnessstudio. Wir bauen Flugzeuge händisch. When the point is reached where the shirt can't take no longer any moisture, then you just have to take it off. Boy, boy, did I get a bit of a rush there. Oh well, not quite incidental to what I'm doing. All the joints are reinforced by 1.2 mm thick plywood. This is glued and nailed on. Sometimes it happens that the nails don't want to fly. They get crooked. But then you don't just hammer them in. You pull them out and do it properly. We've talked about the topic of bent nails earlier when we dealt with wing construction in general. Bent nails happened even during serial production at that time. We know this from factory photographs. But they are not beautiful, and when we see they are going to be bent, we don't continue hammering and pull them out before they end up crooked. Here you can see what a beautifully adapted edge piece of the nose planking should look like. As this is 1 mm thick plywood, it can easily be pulled around the nose when cold and dry without breaking.
Unhandlich. Aber so in etwa. Ding. So kommt es dann vorne drauf. Das sieht doch lustig aus. Was klopft denn da? Das wird doch bestimmt der Matze sein. Ah, what's that knocking? Surely it's Matthias. Matthias has found his great love for petrol tanks. Since then, he has only been making petrol tanks. He doesn't do anything else at all. Well, you can knock on a petrol tank like that with force. As you can see, Matthias is having fun. Keep going! Keep having fun! Yes, it doesn't look too bad. These are the filler necks for the petrol tanks of the V40. Sind die Einfüllstutzen für die Benzintanks der V40. Before, the pre-roll sheets. Die vorgerollten Bleche mit den Falzkanten. Falzkanten? Er sagt immer Pfalz. Mit den Falzkanten. And here, ready folded. Before soldering and before wrapping the lower end. It will be nice. Schön wird's. But somehow, he doesn't look really happy right now. Wie sieht er gerade nicht zufrieden aus? I can also take the opportunity here to refer you to episode 12 of our workshop watch. Matthias built the petrol tank for the Fokker T7 back then. There you can see how all the work works in detail. And while Matthias is folding the filler pieces of the V40 here, I'm already working on the next thing. Now it's time for the control handles. If we ever fly the aeroplanes and get scared, we have to be able to hold on to something. From the surviving factory photographs, it can be seen that the control handle, as it was present in the control column of the Fokker V40, is a simplified version of the control handles used in the early monoplanes of the E1, E2 and E3 series. Only without NG triggers, of course, which the aircraft did not need as a sports aircraft. These control handles consist of a ring-shaped tube with a semicircular back at the rear, to which the neck piece was then welded for insertion into the control column. For this purpose, the rings are first wound on the lathe, then cut open and welded together at the separation point using a spot weld. The ring bow is then welded on at the back and the neck piece follows. These are the work steps I'm currently doing. You can now follow all of this in real time so that you can see how long it takes to make a handle like this. But before that, something different. So, und dass ihr mal seht, was wir so that you can see what else is going on here. While in one corner people are dangling, the young people in the other corner are up to their mischief. Nowadays, it's tempting to believe that young people are no longer any good. But people are probably always looking in the wrong direction. I am really impressed by my boys and all their friends. Here they are all working together to get one of their chap's cars MOT ready again. And they are doing a great job. And you can be proud of that and mention it.
Keep up the good work, lads. Great. Ja, ja, der Flugzeug. Schimpft wie ein Rohrspätzle. Millimeterarbeit raus. Ich bin kein Motorkran, ich würde es erleben. Eine Rolle ist doch, eine Rolle. Dankeschön. Nichts tun, aber dann mit der Kamera daneben stehen. So sind die Eltern. As much as I like watching the guys, I have to do my stuff too, and I said I'd show you how the handles are made. So, first of all, the tube rings are tack welded at the separation points. In the next step, the semi-circular holding tube at the back of the ring will be spot welded on. And naturally everything is adjusted and rectified properly. As long as it's just dot welded, this works fine. And if something doesn't fit from the start, it will be made to fit.
Absolute precision is paramount in aircraft construction. Otherwise, in the end, it will not fly. Here we have all the bits on the table. Front circle, semicircle at the back, all dot welded together, and to this then the neck that is used to mount it in the control column is also dot welded. Of course, it is possible to build elaborate holding devices for such welding work, but we only need two of these handles, and whether they are really identical is of secondary importance. A structure made of fire bricks is completely sufficient for me. If you want to build something like this, then don't make your life unnecessarily difficult. Incidentally, it wasn't done any differently back then. If you take the trouble to compare all the known photos of the original control handles, you will soon realize that no two handles in the same series are exactly alike. Since the diameter of the neck piece is significantly larger than the main frame tubes, this tube is squeezed together, fitting to meet the diameter of the main scaffold. Since it will be welded anyway in this location, heat can be used to do that. Makes it look nice and smooth. In episode 9 of our workshop watch, we've dealt with the construction of control grips like this, also of other types for Fokker aircraft. So if you're interested, especially in the construction of these grips, have a look there. Once the tube diameters fit together perfectly, welding can be done in a nicely way. And just in case you're interested in learning about the way Fokker developed these grips continuously in his aircraft, I will talk later about it once again, I would recommend to get a copy of my free PDF book on this. You can find it on my website.
Occasionally I do indeed measure here and there. And since energy saving is important these days and the material already is hot, I use that heat to brace in the smaller tube that goes into the neck.
And this is what the grip scaffold looks once cleaned up. All that's missing now is the little tube that serves as the housing for the so-called blip switch, which is a switch that cuts off the ignition to the engine. The wing of our serial number 020 needs to be moved now. As you know, we expect a visit of the construction supervisor soon, and we thought it would be a good idea to not only show him the parts that he has to inspect of our serial number 021, but also to provide serial number 020 with a wing mounted on top of the fuselage to give him an impression what the aircraft will look in the end. This we are going to do now. Therefore, the wing has to move out of the woodshop, down in the courtyard, and from the courtyard up into the barn where the aircraft are actually stored. Just let's hope the window is wide enough. Sei mal so gut, nimm ihn mal hier, pushe ihn mal in Richtung Fenster. In Richtung Fenster, aber bloß nicht runterschmeißen, gell? Also, runterschmeißen nicht, aber dass er mal versteht. Und ich muss halt hinten nehmen. Also. Nee, kannst du runter lassen. Oder willst du es nicht probieren? Also umkippen wird das oder so nicht nach vorne. Nee, kann er nicht. Bis zu den Dingern können wir gehen. Bis zu welchen Dingern? Bis zu den Beschlägen hier. Warum? Das darf in der Blaue fliegt. Okay. Aber ganz langsam, können wir dafür laufen hier. Keine Schäden machen, gell? Du drückst hinten runter. Runter drücken. Drück mal runter. Runter drücken. Das kenn ich nicht, so runterkippen. Weil dann geht der da oben durch. Also, wir werden jetzt gleich an den Beschlag. Ja, da ist noch ein Stück noch. Jetzt werden wir mit dem Beschlag an der Kante. Kommt der Bodo rein, wenn du ihn langsam kommen lässt? Soll ich kommen lassen? Ja. 10 cm. Okay, ich hab's. Ja, Moment, ich muss mich wenden. Die Wende kommt. Wendehammer. Wendehals. Hey. Ich mach
Peter, ich will mal dein Fahrrad wechseln. Nee. Ah, Gott sei Dank, du Siegerheitsschuhe. Ja, ja. Ja, aber gut. So, stell dich mal, warte mal, zu mir. Auf diese schwarzen Geschläge, auf den Box. Jetzt geht's raus. Ich sehe sie nicht, du musst gucken. Nein, nicht so. Der ist nicht so. Der hintere. Wie kann man das anhalten, das Ding? Sag mal, mal uns. Ich kann es anhalten. Wie macht man ein Flügel, zwei? Genau. Wie macht man aus einem Eindecker einen Chefzimmer. Wo ist der Chef vom Kopf? Ab.
also ruckzuck ist die Kiste hier. Das ist ein putziges Fliegerle. Fast Fliegerle. Das ist echt ulkig, oder? Aha. So, und da haben wir einen neuen, den haben wir noch nie gesehen. Sebastian, ja, war der Name, gell? Sebastian Glück. Sebastian, genau. Glück. Hi. Das ist unser neuer Bauprüfer. Der übernimmt das jetzt und der darf jetzt hier zum ersten Mal staunen. Ja. Vielleicht, ich hoffe, er staunt. Ne? Der braucht ja schon eine halbe Stunde. Eingewöhnungszeit. Die DS7 ist ein Riesenhobel, ja. Ich habe einmal unter ihr geschlafen in Coburg, wo der Michael Karlsson mit da war. Mhm. Und ich muss mal kurz gucken, vielleicht. Aber ich sag's immer wieder, ich bin reingeguckt, die ist für 1,70 Meter ausgelegt. Passt genau und nicht auf mich drauf. Sekunde, kann sich nur um Stunden handeln. Mach doch weiter. Also was wir eigentlich heute wollen ist, dass wir haben ja den die Holme einseitig verschlossen, mhm, dass du prüfst, ob sie sauber gebaut sind, mhm, dass die Holzqualität passt, ja, dass du einfach anguckst, ob das, mhm, von der Holme her in Ordnung ist und die Rippen. Also, ja, dass du einfach deine Verarbeitung anguckst, mhm, weil wir haben eigentlich schon, und die Bauberichte habe ich auch geschickt, die Rumpfkonstruktion, Fahrwerkskonstruktion, Heckleitwerk, Seitenleitwerk, Sitzbruder, ist einfach alles schon geprüft und abgenommen. Ja, okay. Also, heute geht es wirklich rein um den Holm, mhm, die Rippen und dass du mal als Prototyp siehst, mhm, wie der Flügel letztendlich aufgeht. Okay. Passt. Ja. Genau. Ja. Ist eigentlich heute nicht. Was du noch auf jeden Fall zeigen kannst, Achim, ist deine Flügelzeichnung. Alles handgezeichnet. Ja, ja. Können wir machen. Ja. Rekonstruiert. Wie viele Stunden hast du? Ich glaube 5, 8? Nein, reicht gar nicht. Nur die Flügelzeichnung. Ja. Die hängt da drüben auf dem Reißbrett. 85 Arbeitsstunden, nur die Zeichnung, ja. Da kann man, ja, laufen, ja. Hast du nicht da? Licht? Nö, wohnt hier noch keins. Und eine schöne Handschrift hast du. Ja, sowas mache ich als Bestandteil meiner Arbeit hier im Museum. Also ich habe viele, ja, Werkzeichnungen, mhm, von Fokker. Und mein Gedanke ist, wenn ich so ein Flugzeug rekonstruiere, dann nehme ich die vorhandenen Unterlagen und mache alles das an Zeichnungen neu, mhm, was fehlt, mhm, aber im Stil bekannter Werkszeichnungen von Fokker. Ja. Also ich habe einige Flügelzeichnungen, D1, D8, D7, E3. Da gibt es die originalen Werkszeichnungen, was? Und wie die... Also sind die paar Flieger begeistert. Und so wie die Zeichnungen von Fokker gemacht wurden, ja, möchte ich dann halt als Dokumentation für die Flugzeuge vom Geschichtlichen her die Zeichnungen auch wieder aufbauen. Okay. Und dann ist der Gedanke, die Zeichnungen denjenigen zugänglich zu machen, die danach vielleicht ein Flugzeug bauen wollen. Mhm. Kostenlos, weil ich ja kein Geld mehr anfasse. Wenn das Ding also in der Luft ist, Eco-Klasse zugelassen, ja, kunstflugtauglich, ja, dann sollte es ja kein Problem sein, wenn jemand das Ding als ultraleicht bauen möchte, nach den Zeichnungen das Ding als ultraleicht zuzulassen. Mhm. Ist doch auch ein schönes Flugzeug. Ja. Wie habt ihr denn das geschliffen? Also, das ist da aufeinander geklickt. Ja. Und das habt ihr jetzt schon eingestrichen? Das ist noch nicht eingestrichen. Okay. Das wird jetzt hier also Großlack versiegelt. Den für alles Großlack. Das wird es durchsichtig. Ja, ja, ja. Was haben denn damals die K6, K7 genommen? K8, das war das Holz danach so leicht gelblich ausgesehen. Ja, das wird es auch.
Weil der gilt ja auch, also wenn Sie Bootslack verwendet haben, ja, der gilt nach. Okay, ja, ja, kann das das gewesen sein. Das wird nachher ja so Honig gelten. Ja, 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 aber genau. Aber durch, ja, ja, durchsichtig, mhm, nur so Honig, genau, gelten. Ja, ja, das, ja, ist Bootslack. Solche Nässe als Gewicht sparen. Ja, wir haben es alles mal reingelassen, mhm, in der Form, weil es gibt ja, ich habe schon gehört, Bauprüfer, die wollen sehen, wie das Zeug rausdreht. Mhm. Gibt's auch. Darfst du auch, aber danach darf man es nicht. Ja, cool. Ja, das durchgehende Erodungsfeuer. Ja. Die wollen es jetzt durchgehend Erodungsfeuer. Okay. Auch bei der Laminierung der Gurte. Mhm. Also tatsächlich könnte man überlegen, wenn man dann einmal noch mal im Detail mit der Lupe durchgeht, ob man dann solche Hohlräume hier noch auffüllt. Weil da kann mit Erodux? Ja, mit so einer spitze, feinen Nadel oder so. There always has to be some criticism, otherwise you have no right to exist and we want to allow everyone that. This is really only about the Erodux, not about the workmanship and not about the bonding. One point of criticism, for example, he said, was all those glue drops. You could get rid of them because they are somehow superfluous weight. In addition, the Erodux shrinks during the bonding process, so that you could almost run your fingernail along the edges of a few slats. That could still be plastered over. Otherwise, he's very satisfied with the work. The choice of wood is right, the wood quality is right. The components are all there and where they should be. He's happy. Which is a good thing, I suppose. Of course, he also inspects documentation, i.e. he looks at all the construction report books, the glue samples and associated logs and notes. And at the end, he gives a small text as an entry in the construction report book and notes about his visit, and then he signs it all off and we are all very happy. This means we can continue with the build now. Nein, nein, wir machen das schön, so dass es passt, dass sich keiner das Genick bricht mit. Wir müssen kein Geld damit verdienen. Ja, ja, naja, gut, das haben wir, ein paar Räder und einen Flügel. Hast du einen Helm? Gar nichts, ich bin normalerweise. Okay. Es gibt in Neuseeland deswegen, mhm, wunderschöne Campbell Lederhelme. Ich kenne die. Die einigermaßen zu sowas passen. Mhm. Ich kenne die. Aber das ist wie, der Bauprüfer war noch nicht da und wir diskutieren über die Farbe. Der Flieger ist nicht fertig, da brauche ich jetzt noch keinen echten Namen heimgucken. Und ich meine, wenn ihr Leder selber macht, dann braucht ihr das nicht, aber die englischen Helme, die schießen wir noch. Oh, ich komme nicht auf den Namen. Moment, ich hab's gleich da. Die haben so wunderschöne Gesichtsschutz. So einfach nur anklopfen. Und sehr schön. Wir waren viel zu groß. Na, jetzt Marc Schmidt ernst. Zufrieden? Ja, sehr. Ja. Also, und aber auch erstaunt, sehr positiv erstaunt. Bin ja immer wieder. Wir haben eigentlich so viel Know-how hier in Deutschland. Ja, viel. Wir aber müssen es mal zusammenkehren und auf einen Haufen werfen. Also, oder, ja, es wird aber nicht gefördert und es ist kein Zusammenhalt da und jeder macht sein Süppchen. Das ist es. Ja, halt. Ja, ja, ja. Ist das seit 30 Jahren am Restaurant? Oh, ich soll dich was fragen. Ja. Ob für die Elektrik an dem Flugzeugmotor mit aller Gewalt diese weißen Teflon ummantelten Kabel zwingend notwendig sind. Hat der Freund gesagt, soll ich fragen. Ja, genau, stimmt, ja. Was würdet ihr sonst nehmen? Farbig markierte, normale. Also irgendwas, wo man die Farben auch erkennt, weil sonst wirst du ja doof bei. Mhm. Gibt es eine Vorschrift, die besagt, man muss das machen? Gibt's also nicht? Für Motorflugzeuge sowieso nicht. Also für selbst gebaut jetzt, aber. Nee, also was haben Teflon-Kabel für Vorteile? Teflon selber altert nicht wie Gummi. Was ein Vorteil ist. Geschirmte Kabel braucht ihr bei dem Motor nicht.
Es gibt ja die normalen Teflon-Kabel und es gibt die, die direkt so einen Mantelschirm da drum haben. Braucht ihr eigentlich auch nicht. So, dann haben die haben einen silbernen Draht drin und die meisten bunten Kabel haben einen Kupferdraht. Ja. Also wenn der Querschnitt passt. Ja, klar. Und wenn es nicht passt, dann so viel Elektrik werden wir auf dem Baum brauchen. Nee. Nee. Eine Variante, oder man nimmt halt ganz feinen Schrumpfschlauch und doch die Teflonkabel und schrumpft dann farbig drüber. Könnte man machen. Ja, nee, die Frage war nur, ob es irgendeine Vorschrift gibt, die besagt, dass man das muss. Weil, also am Motor arbeitet bei uns der Franz Josef Serafin und der ist gelernter Flugmotorenbauer. Mhm. Und der hat jetzt beim Grimminger mitgeschafft und hat sich da auch beworben. Ja. Und der hat dann der T6 gearbeitet und hat da die Hände und Kopf zusammengeschlagen, weil da überall diese Teflonkabel drin. Mhm. Und so ein Kabelbaum. Ja. Ja, und jetzt find mal, was wohin geht. Kreischhaus, wenn du da weißt, wie es verlegt ist und rausmischt. Und deswegen hat er gleich gefragt, muss ich? Sonst würde er lieber sagen, nee, will ich nicht. Also wenn man darauf verzichten könnte, wäre das in Ordnung. Ja. Nee, natürlich, klar, wäre es nicht logisch. Aber das ist ja, geht ja im Handbuch vom Motor hervor. Da gibt es ja vor, was. Ja. Es ging nur rein um die Frage, ob man die Teflonkabel braucht oder nicht. Das halt die ganz professionellen Firmen machen jetzt hier, also der einzige vernünftige Avionikbetrieb meines Erachtens hier in Deutschland, aber halt auch noch ein dickes Avionik Straubing, die bedrucken dann die Kabel tatsächlich auch. Mhm. Dass man dann Anfang, Mitte, Ende irgendwo mal eine Markierung auf dem Kabel hat, wo man tatsächlich mit der Lupe ablesen kann. Das ist jetzt dran. Nee, das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir ganz normale. Ja. Ganz normale Kupferleitungen. Hat der Mensch jetzt auch gemacht. Einzylinder-Deutz. Kabelbaum. Mhm. Gut, das heißt also, wir machen den Holm jetzt die Nacharbeiten, dann werden wir ihn innen lackieren, dann kommt der Deckel drauf und dann fangen wir an und bauen den Flügel Holm und dann den Flügel und dann kriegst du einen Anruf. Mhm. Und dann guckst du dir den Flügel nochmal an. Ja. Das dauert nicht lang. Okay. Ja. Okay, gut. Gut. Ist er angezogen? So, dass sie so knapp 2G hatten und dann haben wir nachgedrückt. Das ist alles schon schwerelos hier. Ich durfte nicht mehr aufhören. Das war dann 13. Parabel. Wuhu! Nochmal! Ja, das war cool. Gut. Sehr schön. So, was genau. Hier habe ich gehört. Auch mit Anmerkungen natürlich, mit der Nacharbeit. So, Zusammenfassung Protokoll. How wonderfully uncomplicated something like this can be. When a construction inspector knows his tasks and does not want to realize himself in the construction of the aircraft. This makes building an airplane really fun for the self-builder. Ich habe mal den Hermann Kerzendorf kennengelernt. Der fliegt in der Haltergemeinschaft mit Focke-Wulf Stieglitz in Obermörlen. In Mainz eine Jodel-Musketier und eine Piper-J3. Und der hat für seine ganzen Restaurationssachen, vor allem jetzt bei der Stieglitz, hat er natürlich den Motor selber überholt. Und es taucht auch nur in seinen Unterlagen auf, eine alte Schreibmaschine von damals geholt. Dann wird das alles schön. Mhm. Fand ich cool. Ja, hat auch Stil. Und Steffen, zufrieden? Jo. Hm. Können wir jetzt weiterbauen. This finally is out of the way, so we may continue building the wing for the second aircraft. And in the meantime, I wire brush the control grips, which I have welded a few moments ago in this workshop watch, because they ought to go to the to another company, which does the nickel plating on them.
wundert euch bestimmt, was der Engels hier schon wieder macht. Aber das macht nichts. Der Engels wundert sich auch oft, was er tut. Aber Spaß beiseite. Die V40, die nimmt ja viel meiner Zeit in Anspruch, aber sie ist nicht das einzigste Projekt, was hier läuft. Hier laufen auch andere Dinge, auch klein und Krimskrams. Und was ich hier gerade mache, ist was Nettes fürs Museum. Ob ihr es schon gesehen habt, weiß ich nicht, aber ich kann es euch zeigen. Ich nehme euch einfach mal mit rüber und zeige euch, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Hopp. So, da sind wir. Ihr wisst ja, mich interessiert alles, was mit Fokker zu tun hat. Und Fokker, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der hat nicht einfach nur Flugzeuge gebaut, sondern der wollte zu jeder Zeit für seine Flugzeuge und in seinen Flugzeugen das Beste und Sinnvollste haben, was momentan die Technik gegeben hat. Während andere, zum Beispiel Steuerknüppel unverändert über all die Kriegsjahre eingesetzt haben in ihren Flugzeugen, hat der Fokker eine kontinuierliche Entwicklung der Steuergriffe in seinen Flugzeugen vorgenommen. Fast jeder neue Typ hat seinen eigenen, an die momentanen erkannten Bedürfnisse angepassten Steuergriffeinsatz für die Steuersäule bekommen. Und die habe ich natürlich alle für mein Museum nachgebaut und hier ein bisschen präsentiert mit den jeweiligen Modellen dazu. Der einzelnen Flugzeuge, zu denen die gehörten in den Entwicklungsstadien. Und letztes Jahr habe ich damit begonnen, etwas Witziges zu machen, nämlich meine sogenannten Heldenrahmen. Die Flugzeuge zu bauen ist eine Sache, sie zu fliegen ist eine andere Sache, aber sie wurden im Kampfeinsatz von unseren jungen deutschen Kampfpiloten geflogen. Und es waren durchaus mutige Männer. Und an die darf man sich auch erinnern. Und weil man sich an die erinnern darf und auch soll, dachte ich, ich mache derartige kleine Heldenrahmen. Die stellen die Struktur des Flugzeugs im geschweißten Stahlrohr-Grundrahmen dar, mit jeweils dem Steuerknüppel des Flugzeugs, so wie der jeweilige Pilot das geflogen hat. Das fand ich ganz witzig. Und mir fehlen da noch einige. Und die mache ich jetzt da drüben. Das ist das, was ihr eben gesehen habt. Manfred von Richthofen mit seinem Dreidecker. Max Immelmann. Ernst Udet. Und jetzt eben auch noch Werner Voss. Und Werner Voss bekommt, das ist der Rahmen, den ich drüben gerade schweiße, also so einen. Der wird dann bespannt mit Stoff und so lackiert, wie es einem Stoffausschnitt entspricht, der markant an diesem Flugzeug ist. Meistens gibt es dann hier eben noch entweder die Position des Hoheitszeichens angedeutet oder eine persönliche Markierung, wie hier bei Max Holzem. Ja, ich finde die Dinger ganz nett, die gefallen mir und es gibt auch Sammler, die sich dafür interessieren und das dann bei mir machen lassen, für ihre Wände. Und da muss ich jetzt für einen neue machen. Für Max Immelmann und Ernst Udet und noch anderen Piloten. Fällt mir gerade nicht ein, aber irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Und die mache ich jetzt und zeitgleich mache ich für mein Museum eben diese Rahmen auch mit, wenn sie mir noch fehlen. Ziel ist, irgendwann von allen bekannten Piloten derartige kleine Heldenrahmen zu haben. Und das mache ich eben neben der V40 auch noch. Neben vielen anderen Dingen. Ich muss ja mein Haus am Leben halten oder ich muss das grüne Monster, die Mostpresse, die ich damals mit dem Haus hier mit erworben habe, loswerden. Die habe ich jetzt zersägt. Es gingen einige Trennscheiben drauf und viel Schweiß. Das waren ja heiße Tage. Aber das ist auch erledigt. Jetzt habe ich Platz da drüben. Ihr seht ja, sieht besser aus. Es gibt immer was zu tun. Bin fleißig. Fleißig sein ist schön. Dinge erschaffen ist schön. Mir macht das Spaß. Einfach nur in den Tag hineinleben, das will ich nicht. So, jetzt habt ihr das gesehen. Jetzt mache ich weiter Flugzeugbau, weil ich kann nicht nur Heldenrahmen bauen, ich muss auch Flugzeuge bauen. So, dann werfen wir zum Abschluss dieser Folge noch einen Blick auf die V40, so wie sie jetzt aufgebaut in der Scheune steht. Ich meine, das ist schon ein toller Anblick. Will ich euch nicht vorenthalten. Da steht der kleine Grashüpfer. Das Schwesterflugzeug, das die Zulassung bekommt, wartet hier auf seinen Flügel, der in nächste auch gebaut sein wird. Wie ihr gesehen habt, der Bauprüfer hat alles abgenommen. Jetzt können wir die Holme schließen und den zweiten Flügel fertigen. Ah, ich finde, sie sieht klasse aus.
Ich kann sie hier drin ja gar nicht in voller Größe zeigen, das ist eigentlich schade, aber irgendwann steht sie auf dem Feld, gespannt in ihrer tollen neuen Farbe. Apropos Farbe. Ha. Das kann ich euch noch zeigen. Wir haben jetzt Farbentwürfe fertig, wie die beiden Flugzeuge aussehen sollen. Also ich bin schwer begeistert. Das werden zwei hübsche Flugzeuge. Of this tiny little airplane, only one single prototype ever existed. It was not put in mass production and no second aircraft was built. And from photographs we know that they used for the covering what they had at hand, which was the printed camouflage fabric they used for the fighter planes in World War I. This, however, just covered in this fabric looks so boring that I decided to give it a fictitious 1920s style little paint scheme on top of the camouflage fabric. The second aircraft we are making, however, is supposed to feature an airplane as it would have looked like had Fokker ever built this aircraft in serial production. Also in a 1920s paint scheme, which is absolutely timeless and fabulous, I think. It looks just gorgeous. All the little details will be in black paint and the rest will remain unpainted in its natural linen cover, so that light shining through will show the structure underneath. This will look phenomenal. I like it a lot. Und das war sie auch schon wieder, die Werkstattschau des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren. Besuchen Sie uns doch mal. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.